bei uns im Studio, Henrik M. Broder, Weltkolumnist. Schönen guten Abend, schön, dass Sie heute hier sind. Lassen Sie uns noch mal über einen Satz sprechen, der heute auch auf dieser Islamkonferenz im Innenministerium fiel. Der lautet nämlich, der Islam gehört inzwischen zu Deutschland. Das hat Christian Wulff in seiner Zeit als Bundespräsident damals 2013 gesagt. Er hat es als Gastredner heute noch mal wiederholt. Sehen Sie das genauso? Stimmt dieser Satz? Ja, der Satz stimmt. Er ist äußerst banal. Er kann gar nicht nicht stimmen, weil alles, was es in Deutschland gibt, gehört eben zu Deutschland. Da sind die Windräder und die Klimaschutzbewegung, da sind die Sparvereine. Was da ist, gehört zu Deutschland. Der Islam gehört zu Deutschland und der Islamismus genauso. Wenn Sie wollen, es gibt so eine kleine Analogie, die mir gerade einfällt, der Alkohol und der Alkoholismus gehören auch zu Deutschland. Die Frage ist ja aber ein bisschen diffiziler. Die bezieht sich ja eben auch darauf, ob eben Menschen, die einer Religion angehören, aber unsere Werte hier als westliche freie Gesellschaft ablehnen, ob die dann auch noch dazugehören. Naja, wir wissen nicht genau, wer die Werte teilt, wer die Werte ablehnt. Es gibt mal ab und zu Indikatoren, die aber auch nicht so zuverlässig sind. Zwei Drittel der in Deutschland lebenden Deutschtürken haben bei den letzten Präsidentschaftswahlen für die Türkei mitgewählt und zwei Drittel haben Erdogan gewählt. Und ich glaube nicht, dass das ein Zeichen von Integration und der Hingabe an Demokratie ist, wenn jemand, der hier lebt, einen Diktator zu seinem Präsidenten kürt. Also da ist es nicht weit her. Aber wissen Sie, nochmal auf diese Islamkonferenz zurückzukommen. Frau Faeser war es, glaube ich, die hat vor Ausgrenzung gewarnt. Sie hat mal wieder davor gewarnt, einen Generalverdacht zu erheben. Diese Konferenz ist eine einzige Ausgrenzungsaktion. Sie ist ein einziger Generalverdacht, sonst würde sie nicht stattfinden. Es gibt einen Islamgipfel, es gab bis jetzt keinen Katholikengipfel, keinen Judengipfel, keinen Vegetariergipfel, keinen Bahai-Gipfel. Also diese eine Gruppe von Menschen wird natürlich auf eine gewisse Weise ausgegrenzt. Und zwar, wenn Sie so wollen, zu Recht, weil sie dazu einigen Anlass gegeben hat. Jetzt werden Sie sagen, es sind nicht alle, das weiß ich auch. Aber trotzdem lastet auf der Gruppe der Muslime ein gewisser Verdacht und sei es nur, weil sie inaktiv sind. Schauen Sie, es gibt in Berlin eine kleine Moschee von Seran Ateş, die war auch bei der Konferenz dabei. Und Seran Ateş musste ihre kleine, liberale, schöne Moschee, die übrigens in eine Kirche untergebracht ist, musste schließen, weil sie glaubwürdige Terrorwarnungen bekommen hat, Terrordrohungen bekommen hat. Und das Schlimme ist nicht, dass diese Terrordrohungen bekommen, das kann schon mal passieren. Aus der islamischen Community, wie man sagt, hat sich keiner hinter sie gestellt. Und das ist der Skandal. Und Faeser hat auch gesagt im Rahmen dieser Konferenz, es gibt in Deutschland ein Problem mit muslimischem Antisemitismus. Ja. Das ist ja jetzt nicht wirklich neu. Trotzdem in dieser Deutlichkeit hat das bis jetzt oder in den vergangenen Jahren zumindest eher kein Bundespolitiker gesagt. Würde es den Politikern in Berlin ganz gut tun, mal einen Bezirk wie zum Beispiel Berlin-Neukölln oder so zu besuchen, in dem ja eine große muslimische Community lebt? Ja, unbedingt. Und die sollten sich vielleicht die Arbeitsteilung auf eine Arbeitsteilung einigen. Ein Teil der Politiker sollte Kreuze tragen und der andere eine Kippa anhaben oder vielleicht einen großen Davidstern. Wir ahnen schon, wie das endet, mit mehreren Sanitätsfahrzeugen. Nein, es ist genauso, wie Sie es gesagt haben. Man hat den grünen Elefanten im Raum die ganzen Jahre stehen sehen und man hat ihn nicht gesehen, man wollte ihn nicht sehen. Antisemitismus war eine Domäne, ein Privileg, eine Spezialität der Rechten. Es ist alles in die rechte Ecke abgeschoben worden. Und wenn ich das mit aller Bescheidenheit, zu der ich imstande bin, sagen darf, ich habe 2014 in dem Bild einen Text geschrieben über importierten Antisemitismus. Und danach hatte ich einen Shitstorm über mir. Und heute sagt das inzwischen jeder, sodass ich inzwischen zweifle, ob ich damals recht hatte, wenn das heute alle sagen. Es gibt einfach in dieser Debatte keine Klarheit. Und es gab heute ein paar sehr gute Wortmeldungen bei der Konferenz. Ich will das gar nicht runterspielen. Aber zum Beispiel der Zentralrat der Muslime war nicht vertreten. Und der Chef des Zentralrates der Muslime, ich muss das jetzt loswerden, ich weiß, dass Sie zum Schluss kommen wollen, Ayman Maziyek hat eine kurze Erklärung abgegeben und gesagt, der Zentralrat der Muslime engagiert sich im Kampf gegen Antisemitismus und arbeitet seit vielen Jahren mit Gruppen zusammen, jetzt kommt die Pointe, indem man Gedenkstätten besucht.
Also man besucht Gedenkstätten und glaubt damit, seinen Anteil geleistet zu haben am Kampf gegen Antisemitismus. Die sollen mal mit den Jugendlichen nach Israel fahren und gucken, wie das Land ist. Oder den Hamas-Terror verurteilen. Ganz genau. Oder sie können auch nach Libanon fahren, wo die Hisbollah regieren. Sie können auch versuchen, Ferien in Gaza zu machen. Aber zu sagen, dass man Gedenkstätten besucht und das als Alibi zu nehmen für den Kampf gegen Antisemitismus, das ist wirklich wohlfeil. Aber das ist das Niveau, auf dem sich das Ganze bewegt. Symbolismus. Herr Broder, vielen Dank für diese deutlichen Worte. Dankeschön. Danke Ihnen.